Saint Felicien. Also wir haben da eine Käserei besichtigt. Mhm. Abgefahren. Ja, jedes Jahr erkunden wir ein anderes Fleckchen von Frankreich, lernen dabei die Küche kennen, die Kultur. Meine kleine Cécile in meinem R5, mit dem habe ich damals die Fahrschule aufgemacht. Heute habe ich einen Clio. Jeff, da sind wir jedes Jahr. Ich habe dort ein Chalet. Da hatte ich mir das Bein gebrochen. Ach. Ja, da war Cécile gerade geboren. Und der Papa? Der ist tot. Tut mir leid. Oh, kein Problem. Es heißt ja, die Besten erwischt es zuerst. In dem Fall nicht. Mein Püppchen frisch auf der Welt. Ach, ist die niedlich. Und die Mama war wohl zu lange in der Sonne. Ich hab's rausgebrannt, ihr Gesicht, so voodoo-mäßig, damit sie es erwischt. Aber sie brach sich nur beim Skilaufen das Bein. Naja, immerhin. Ah. Pass doch auf! Oh, Entschuldigung. Du bist das. Du bist hier an Bord, ich hatte keine Ahnung. Was machst du hier? Du darfst doch gar nicht fliegen mit deinen falschen Titten. Sondergenehmigung, weil meine Tochter heiratet. Jedenfalls hast du den passenden Platz bekommen. Hübsch neben dem Klo, wo du hingehörst, nicht wahr? Sehr witzig. Und jetzt lass mich in Ruhe, bitte. Oh, hübsche Kette. Hat deine Frau dir die geschenkt? Dann hat sie ja mal am Bühltisch so richtig zugeschlagen, hä? Goldig ist das Korsika. Quatsch, das ist die Hälfte von einem Herz. Die andere Hälfte trägt sie, ja? Oh, ist das niedlich. Sie ist aber nicht hier, deine... Sylvie. Ah. Nein, die kommt erst zur Trauung. Sie ist nämlich allergisch gegen deine Visage. Oh, Onkel Roger. Immer noch nicht tot? Mesdames et Messieurs, hier spricht Ihr Kapitän. Leider sind wir witterungsbedingt zu einer Kursänderung gezwungen und befinden uns jetzt im Anflug auf München. Was habe ich gesagt? Ich habe schon gesehen. Ein spektakuläres Phänomen am Himmel, ausgelöst durch einen Vulkan, der in Island eine Aschewolke spuckt, legt in Nordeuropa den Flugverkehr lahm. Würden Sie mir das bitte mal vorlesen? So rum vielleicht? Oder auch nicht. Meine Tochter heiratet in 3 Tagen. Herzlichen Glückwunsch. Da war Cécile gerade geboren. Und der Papa? Der ist tot. Es heißt ja, die Besten erwischt es zuerst. In dem Fall nicht. Mein Püppchen, frisch auf der Welt. Und die Mama war wohl zu lange in der Sonne. Ich hab's rausgebrannt, ihr Gesicht, so voodoo-mäßig, damit sie's erwischt. Aber sie brach sich nur beim Skilaufen das Bein. Ja, immerhin. Oh, Entschuldigung. Du bist das. Du darfst doch gar nicht fliegen mit deinen falschen Titten. Nein, mein Schatz, es gibt keinen anderen Flug. Hier geht schon seit Stunden nichts mehr weiter. Ja, Schätzchen, mach dir keine Sorgen. Dein Kleid habe ich dabei. Dieses miese Arschloch. Los, Tempo, Leute, rein mit euch! Glaubst du wohl, du kannst mich verarschen? Das wird dir noch leid tun, Freundchen. Nicht Raucherauto. 2132 Kilometer, dann los. Du entschuldigst dich jetzt! Begraben wir ihr zuliebe das Kriegsbeil. Okay. Man braucht einen Code. Und jetzt machst du mir schön die Tür auf und drückst drüber auf deinen Platz, du dumme Kuh. Ein harmonisches Ex-Paar auf einer entspannten Reise ohne besondere Vorkommnisse. Auf unsere verkorksten Jahre. Da wird ein Glas nicht reichen. Ich werde unten schlafen. Platz besetzt, unten schlafe ich. Okay, Spitzbart. Ich heiße Valerie. Oh, wie schön du bist. Ich sehe leider aus wie eine Mülltonne. Au! Eyjafjallajökull. Was war das? Also ich schätze, du hast einen Albtraum gehabt. Eyjafjallajökull. Oder sagen Sie einfach der unaussprechliche Vulkanfilm. Demnächst im Kino.